Uiuiui, da habe ich ja schon eine ganze Stunde gespielt. Fast exakt eine Stunde und 19 Sekunden. Ah, ich wollte gerade sagen, kein Ton mehr. Gut, dann werden wir jetzt mal ganz schnell Schildkröten suchen. Am besten sogar noch Lizards, damit ich noch Rüstung habe. Wir sind auf jeden Fall sehr hoch hier. Wir sind sehr hoch hier. Runter kommen wir vielleicht, aber hoch müssen wir auch wieder kommen. Scheiße. Ja, hier kommen wir wieder hoch. Aber. Alter. Das ist ja tief. Oh, schaut mal da unten. Verdammt. Böse Macher des Spiels. Gott. So eine fette Wand. Einmal hier lang. Nein, ist das unschön. Problem ist, wir brauchen was zu trinken. Ich wollte was zu essen machen. Ich weiß ja nicht, ob er Leben verlieren kann. Haben wir Snickers dabei? Nein. Fuck. Natürlich jetzt. Es wird dunkel. Was? Gar nicht. Wird doch noch nicht dunkel. Nee. Hier geht die Sonne ja auf. Ich wollte Gott sagen. Das wäre es ja jetzt noch. Da ist es schon. Hat nicht sehr viel gebracht. Okay, hier oben kann man definitiv sogar nicht bleiben. Kommen wir wirklich definitiv nicht, weil hier oben gibt es nichts. Gar nichts. Das heißt, wir müssen wieder leider umziehen. Und jetzt am liebsten nach da unten. Kommen wir hier runter. Ah, Hilfe, ich falle, ich falle. Okay. Okay. Schön, schön. Schön. Oh, wir sind am Wasser mitten im Nichts. Ja. Mitten im Nichts, mit nichts. Oho.
Oho. Hier hat mal jemand gelebt. Hat oder lebt immer noch? Das wäre ja erstmal richtig krass zu wissen, ob hier mal jemand gelebt hat oder immer noch drin lebt. Nicht, dass wir ihnen jetzt seine ganzen Sachen weggenommen haben. Dass er jetzt unseretwegen stirbt. Ha. Doch gut. Also ich fand es jetzt gut, dass wir jetzt hier doch mal runtergegangen sind. Aber wieder was bauen, wo wir dann auch mal verweilen können und nicht, naja, nicht. Ah ne, okay, ich dachte, der Schatten verschwindet unter dem Blubber. Umso mehr des Berges, umso mehr Abonnenten. Nein, Quatsch. Ich überlege gerade, hier sind viele Bäume, da können wir vielleicht doch ein bisschen was aufbauen. Wie da vorne. Oh nein, die muss was trinken. Eigentlich habe ich ja hier richtig gehofft, dass ich hier eine Schildkröte finde. Aber wir sind am Strand, da gibt es keine Schildkröten. Blätter überall. Scheiße. Die sind keine Baumhausbäume. Oh, ich brauche ein Seil dafür. Na gut. Wo ist meine Small Cabine? Diesmal mit Sicht aufs Wasser, aufs Meer. Und Bäume ringsherum weg. Ganz wichtig, die klettern da hoch. Dann kriegst du sie niemals. Scheiße, ich brauche was zu trinken eigentlich. Oh, ist das Kacke. Sternchen aufregt Sternchen. Wütend guck. Oh, fällt wenigstens gut. Und du bist sehr schnell. Ich dachte, ich kann noch mal schlafen. Umso länger etwas dauert, umso länger dauert etwas. Diese Wellen, wie die brechen, das sieht echt cool aus. Gibt es vielleicht schon seit ein paar mehr Updates, aber wie gesagt, ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Eigentlich habe ich ja vor, das wieder richtig zu spielen. Okay, den einen kriegen wir nicht. Der ist natürlich 94 Kilometer ins Wasser gefallen. Huch, was ist das denn? Da kenne ich doch niemanden. Huch, hier sind. Da ist ein Bild. Hammer, krank. Wenn ich das gebaut habe, gucken wir uns auch erstmal das Buch an. Was es denn hier so Neues gibt. Also hier die. Ich komme halt nicht auf dieses Baubuch. Oh, ich habe gerade richtig Gänsehaut bekommen, ja. Ohne Scheiß, draußen ist es gerade eiskalt, ja. Mein Laptop hat mein Zimmer um 3 Grad erwärmt. Mein Laptop, das ist krank.
Mein Zimmer hatte ich, na gut, warte mal, nö, mein Zimmer hatte ich die ganze Zeit 22 Grad. Jetzt habe ich 26 Grad in meinem Zimmer. Wo ist der wirklich so heiß? Oh, ja. Ja. Kann man so mal sagen. Nee, erstmal wenigstens Kabine aufbauen. Ich wollte gerade nämlich ein Lagerfeuer aufbauen, ist auch wichtig, klar. Trotzdem finde ich erstmal, das hat größere Priorität. Dann werde ich jetzt auch erstmal nicht rennen. Doch, ich hasse es zu gehen bei diesem Spiel. So, jetzt baue ich hier voran. Vogel auf einer Fensterbank. Der hat gerade auf meine Fensterbank geklopft. Ich mache mal kurz mein Fenster zu. Krass, Mist, ups. Kann ich das hier drauf bauen? Bitte, bitte, das wäre so cool. Oh. Es ist kein Witz, da saß gerade ein Vogel auf meiner Fenster. Auf mein, na gut, ich habe ein Dachfenster, also nicht Fensterbank, sondern direkt auf dem Fenster drauf. Ich kenne mich mit Vögeln nicht aus. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, aber... Lol. Ich hoffe, ihr habt das Klicken gehört. Okay, ich brauche einen Stein. Uno's down. Das down, das down. Nur die eine Frage, wo könnten hier die Viecher sein? Also Lizards, Hoppelhäschen. Können die hier auf dieser Wiese sein? Das wäre ein Traum. Brauche nämlich wieder was zu futtern. Zu und ab. Übrigens, heute ist der 10.9. Das wollte ich ja eigentlich immer sagen. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie für euch interessant ist. Auf jeden Fall ja. Heute ist der 10.9. Mal gucken, wann diese Folge online ist. Moment, Montag. Heute ist Freitag. Mein erstes Haus fand ich bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, am allerbesten. Weil da hatte ich eine Trinkschale. Da hatte ich Fische. Geht die Sonne unter? Bitte nicht. Nein, die geht hoch. Oh, Gott sei Dank. Hä, wann habe ich denn geschlafen? Nee, die Sonne geht unter. Wenn der Schatten wird länger, ja, dann geht die Sonne normalerweise unter. Ja, normalerweise. Problem ist, weil ich aufgewacht bin, ist mein Hunger und mein Durst komplett unten. Das ist zum Kotzen. Das ist gerade richtig, richtig doof. Quatsch. Ach, naja, gut. Muss mal eh. Ich weiß nicht, ob er speichert, wenn wir schlafen. Ach, Z. Und wir haben Hunger und Durst. Natürlich. Ah, oh, verdammt. Das wird grün. Oh. Hält scheinbar auch nicht für immer. Offensichtlich gammelt das auch. Weil das wurde gerade richtig grün. Kombinieren. Nee, damit nicht. Die Frage, kann ich dadurch vergiftet werden, wenn ich das jetzt zu lange hier in meiner Tasche lasse? Wir schmecken es gleich. Nein, essen und nicht.
Er hat Geräusche gemacht. Ich weiß nicht, ob die jetzt relevant sind. Tschüss, zwei Baumstämme. Wir werden uns nie wiedersehen. Würden hier vorne Tiere sein? Ich würde hier unten sofort bleiben. Und halt ein Trink. Schildkröte. Stimmt ja. Da fliegt ein Blatt in der Luft. Ja, ich würde auch zu gerne dahin hin. Ja, erstmal brauchen wir irgendwie eine Schildkröte. Das Problem ist, dafür muss ich komplett zurückgehen. Komplett. Das wären ja auch schon mal wieder 12 Folgen. Oh, ein Reh. Okay. Da oben habe ich auch nichts zu trinken. Oder keine Schildkröten gesehen. So erschöpft sein. Ja, der hat was. Scheiße. Und Tafelschwein. Weiß nicht, ob sie mich jetzt angreifen können oder nicht. Ich bleibe erstmal bei meiner Hoffnung und sage nein. Ich brauche noch hier für die Beeren etwas. Schon da ging eigentlich. Problem ist, hier sind viele Eingeborene. Aber wir sind noch nicht. Doch, hier können wir Fische sammeln. Problem ist, ich will hier auch nicht immer hin und her rennen, um Nahrung zu holen. Ey, Spielemacher, das ist nur Wasser. Ist keine Atombombe. Ja, hier ist nämlich mein Wasser. Und ich brauche noch eine Schildkröte. Irgendwann erschreckt man sich da hoffentlich nicht mehr. Hier war das Krokodil. Heute mal nicht da. Nicht, dass gleich spawnt. Plupp gespawnt, bab tot. Vielleicht wegen zwei Seiten Angst. Ihr habt mich nicht gesehen. Ihr habt mich nicht. No! Why so you. Nee, warte, wie war das? Why you so angry oder so? Ich will doch nur eine Schildkröte haben. Ich will doch nur eine Schildkröte haben. Oh, doch. Oh Gott. Es geht los. Jetzt gibt's. Es geht Survival erst richtig los, wa? Ich habe auch noch keine Lust. Ich hab da noch gar nicht so viel. Mann. Soll mich da erst nochmal in Ruhe lassen. Ich hänge. Jetzt.
Sobald ich eine Schildkröte habe, ziehe ich da runter. Ich will nämlich zum Berg. Ich will mich ja langsam zum Berg vortapsen. Problem ist, normalerweise bräuchte ich zwei Schildkrötentöpfe.